Wie bereits in vorherigen Videos angesprochen, ist das Risiko-Governance-Konzept eine wichtige Erweiterung des klassischen Katastrophenmanagement-Ansatzes. Jetzt werde ich diesen Ansatz im Detail vorstellen und abschließend nochmals hervorheben, was denn der eigentliche Unterschied zwischen einem Katastrophenmanagement und einer Risiko-Governance ist. Am Ende dieses Videos wird mit Professor Dr. Stefan Greiving auch einer der Wissenschaftler, der den Risiko-Governance-Ansatz sehr stark weiterentwickelt hat, in einem Interview nach den aktuellsten Einschätzungen befragen. Governance im Allgemeinen bezieht sich auf die Handlungen, Prozesse, Traditionen und Institutionen, durch die Autorität ausgeübt wird und Entscheidungen getroffen und umgesetzt werden. Risiko-Governance bezieht sich auf die Identifikation, Abschätzung, das Management und die Kommunikation von Risiken im weiten Zusammenhang. Risiko-Governance umfasst die Gesamtheit von Akteuren, Regeln, Konventionen, Prozessen und Mechanismen und befasst sich damit, wie relevante Informationen über ein Risiko gesammelt, analysiert und kommuniziert werden, sowie wie Managemententscheidungen getroffen werden. Im Unterschied zum klassischen Katastrophenmanagement wird hier also versucht, eine möglichst breite Basis an Informationen zu sammeln, diese im Diskurs zu bearbeiten und final eine Entscheidung zu erreichen. Hierbei werden die Prinzipien der Good Governance auf den Umgang mit Risiken angewendet. Bevor wir weiter in die Materie einsteigen, seien Sie bitte vorweg noch auf das IRGC, das International Risk Governance Council, hingewiesen. Auf dieser im Hintergrund eingeblendeten Webseite finden sich immer die aktuellsten Informationen zum Thema der Risk Governance, im Deutschen zu übersetzen als Risiko Governance. Risiko Governance kann definiert werden als ein Prozess, in dem Risikoinformationen gesammelt, analysiert, kommuniziert und im Entscheidungsprozess von allen beteiligten Akteuren berücksichtigt werden. Der Begriff Governance bezieht sich hierbei auf die Fähigkeit der Akteure, der sozialen Gruppen und der beteiligten Institutionen, eine Vereinbarung zu erreichen, in der man sich auf ein gemeinsames Ziel einigt und darauf basierend die Einzelbeiträge der jeweiligen Partner definiert. Das ist geschrieben in Greiving und Glade von 2013. In der Entwicklung des Risiko-Governance-Ansatzes wurden verschiedene Phasen definiert, die in sich gleich geblieben sind. Nur die Einbettung dieser Phasen in übergeordnete Kontexte wurde mit der Zeit weiter konkretisiert. Um die Grundsituation einer Risikolage überhaupt einmal zu verstehen, müssen Voruntersuchungen, im Englischen Pre-Assessment genannt, durchgeführt werden. Die Rahmenbedingungen der Voruntersuchungen repräsentieren soziale, ökonomische und kulturelle Perspektiven. Also ist es eine Herausforderung oder ein Problem? Eine Chance oder ein Risiko? Eine Innovation oder eine Intervention? Die Rahmenbedingungen bestimmen die Grenzen dessen, was einbezogen oder ausgeschlossen wird, wie Zeit und Dauer, also für zukünftige Generationen im Sinne der Nachhaltigkeit. Ort und Ausdehnung, also das Universum, alle Nationen, nur Österreich, ein Bundesland oder eine Gemeinde. Soziale Klassen, chancenarme Gruppen wie Arme, Einwanderer oder wohlhabende Gruppen. Art des negativen Effekts, also bezogen auf physisch, mentale, soziale, kulturelle Aspekte. Primäre und sekundäre Auswirkungen, sogenannte Ripple-Effekte. Berücksichtigte Kriterien, also die Risikoreduktion, Kosten, Benefits, Gleichheit, Umweltgerechtigkeit, Verletzung von Werten. Anschließend müssen die gesammelten Informationen und Daten ausgewertet und beurteilt werden, im Englischen Appraisal genannt. Dies beinhaltet die folgenden Schritte: Risikoabschätzung, also Assessment, die Identifikation, welche sind denn die Gefahren und Risiken? Gefahrenabschätzung, welche Gefahren gehen von Ihnen aus? Expositionsabschätzungen, welche Gebiete sind in welcher Form exponiert? Quantifizierung bzw. Qualifizierung des Risikos, wie kann man das Risiko objektiviert und vergleichbar darstellen?
Nach der Risikoabschätzung ist es zentral, die unterschiedlichen Interessen zu adressieren. Dies erfolgt mit der Interessensabschätzung, Concern Assessment genannt. Empirische Analyse der Risikowahrnehmungen. Die verschiedenen Wahrnehmungen der unterschiedlichen Akteure müssen aufgenommen werden. Konfliktanalyse. Die Teilbereiche, die potenzielle Konflikte beinhalten, müssen ausgewiesen werden. Sozioökonomische Folgenanalyse. Die sozialen und ökonomischen Folgen müssen erfasst werden, sei es qualitativ über Abschätzungen oder quantitativ über Modellierungen. Nach einer Kategorisierung des Wissens über das Risiko muss eine Charakterisierung und Evaluation erfolgen, im Englischen bezeichnet als Characterization and Evaluation. Hierbei werden die folgenden Aspekte bearbeitet. Die Charakterisierung. Was sind die ökonomischen und gesellschaftlichen Risiken und Nutzen? Gibt es Auswirkungen auf die individuelle oder gesamtgesellschaftliche Lebensqualität? Spielen ethische Fragestellungen eine Rolle? Gibt es eine Substitutionsmöglichkeit? Dann die Evaluation. Was sind Optionen für die Reduktion oder Kompensation des Risikos? Welche gesellschaftlichen Werte und Normen gelten beim Urteilen über die Tolerabilität des Risikos? Und auf Basis dieser Informationen muss dann entschieden werden. Und diese Entscheidungsfindung ist besonders im Bereich des Managements angesiedelt. Hierzu sind wiederum folgende Schritte notwendig. Die Entscheidungsfindung. Optionen müssen identifiziert und generiert werden. Diese Optionen müssen bewertet werden. Sie müssen evaluiert und selektiert werden. Implementation. Optionen, sind sie realisierbar? Monitoring der Situation, Überwachung, Rückmeldung von der Praxis des Katastrophenmanagements. Und all diese Bereiche stehen in Wechselwirkung zueinander. Die Abfolge ist nicht statisch, zirkulär, sondern kann natürlich auch dynamisch über Feedback-Schleifen erfolgen. Und dies ist in der Abbildung durch die beidseitigen Pfeile ausgedrückt. Zentral für alle vier Bereiche ist die Kommunikation, im Englischen direkt als Communication übersetzt, die sich deshalb im Schema in der Mitte befindet und in alle Bereiche reicht. Hierbei sind die grundlegenden Ziele der Kommunikation die Aufklärung, also die Menschen befähigen, Risiken und ihre Interaktionen zu verstehen, Verhaltensänderungen, Risiken und Nutzen von Entscheidungen aufzuzeigen und zu helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Vertrauensbildung, Unterstützung der Risikomanager durch die Bildung und den Erhalt von Vertrauen. Konfliktlösungen, Einbezug von Interessensvertretern und Betroffenen. Und wie eingangs definiert, der Einbezug von Stakeholdern in allen verschiedenen Phasen ist essentiell. Der Begriff Stakeholder steht hierbei für alle relevanten Akteure, die im Prozess involviert sind. Es ist folglich sicherzustellen, dass solche Stakeholder in jeder Phase beteiligt sind, sei es in der Voruntersuchung, um das Problemverständnis und den Verfahrensablauf zu gestalten, beginnend ganz am Anfang des Prozesses mit einem Konsens, diesen herzustellen über die Einordnung und Festlegung der zu bearbeitenden Themen und reichend bis zur Verfahrensdurchführung des Diskurses, sei es in der Bestandsaufnahme und Beurteilung, um mit der Informationseingabe auch Wissensaufbereitung, aber auch dem epistemologischen Diskurs, das heißt das relevante Wissen zu bestimmen, eine umfassende Bestandsaufnahme und Beurteilung zu erreichen, sei es in der Evaluierung, um mit der deliberativen Auseinandersetzung um Werte und Präferenzen im Rahmen eines reflektiven Diskurses einen breiten Konsens zu ermöglichen, oder sei es im Management, um mit der Abwägung der Auswirkungen der Managementmaßnahmen im Rahmen eines Diskurses allgemein akzeptierte Maßnahmen zu setzen. Und ein pragmatischer Diskurs führt häufig zu einer geringen Ambiguität, während ein partizipativer Diskurs eher zu einer hohen Ambiguität führt. Es wird deutlich, Risikogovernance erfordert einen kontinuierlichen Prozess,
bei dem alle Relevanten integriert sind und worin der Kommunikation eine zentrale Rolle zukommt. Der zirkuläre Charakter des Katastrophenzyklus mit dem Zugang nach dem Ereignis ist vor dem nächsten Ereignis, wurde dann von der IRGC 2017 mit großen grauen Pfeilen im Hintergrund stärker hervorgehoben, genauso wie im Rahmen der Kommunikation noch zusätzlich die verschiedenen Akteure sowie die verschiedenen Kontexte genannt werden. Aber auch dieser Ansatz wurde inzwischen von der IRGC weiterentwickelt. Der im Hintergrund dargestellte Ablauf betont noch weiter, dass für diesen Governance-Prozess auch die humanen Ressourcen im Sinne eines sozialen Kapitals, den finanziellen und technischen Ressourcen sowie den institutionellen Voraussetzungen bereitgestellt sein müssen. Und zusätzlich wurde die Notwendigkeit des dauerhaften Monitorings und der kontinuierlichen Überwachung herausgestellt. Nach der Erläuterung des Risiko-Governance-Konzepts freue ich mich jetzt, Professor Dr. Stefan Greibing von der Technischen Universität in Dortmund zu einem Interview begrüßen zu dürfen. Kollege Greibing beschäftigt sich bereits seit Jahrzehnten mit der Risiko-Governance, sei es theoretisch-konzeptionell oder in der Anwendung und Praxis. Herr Professor Greibing, Sie haben ja damals maßgeblich mitgewirkt, dass dieses Prinzip der Governance in die Raumplanung, in die Risikocommunity übertragen wird. Was hat Sie denn veranlasst, damals diesen Vorschlag zu unterbreiten? Wesentlicher Hintergrund ist natürlich die vielfach bekannte Tatsache, dass das, was wissenschaftliches Ergebnis von Risikoanalysen ist, insbesondere solchen, die auf wahrscheinlichkeitsbasierten, also probabilistischen Ansätzen basieren, nicht notwendigerweise mit dem übereinstimmt, was die Bevölkerung wahrnimmt und wie sie Risiken bewertet. Das ist das eine. Und zum anderen hat die Governance-Dimension natürlich auch sehr viel mit der erforderlichen horizontalen, vertikalen Abstimmung zwischen Ebenen und Akteuren zu tun, an der es häufig fehlt, gerade in der Zusammenarbeit zwischen Fachplanungen wie geologischen Diensten, Wasserwirtschaft auf der einen Seite und Raumplanungsinstitutionen, Kommunen auf der anderen Seite, aber auch zwischen Behörden und der Zivilgesellschaft. Es gibt Stimmen, die sagen, dass dieses Prinzip der Risikogovernance eigentlich schon immer da war, schon immer gelebt war und dass das eigentlich nur ein neues Label ist für was schon bekannt ist. Sehen Sie das auch so? Nein, das würde ich nicht so sehen. Gerade aufgrund dessen, was ich gerade geschildert habe, ist nach meiner Erfahrung in vielen Ländern schon ein sehr großer Graben. Also existiert ein sehr großer Graben zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen Communities, zwischen staatlichen Behörden auf der einen Seite und den lokalen Akteuren auf der anderen Seite, sowohl den lokalen Verwaltungen als auch der Zivilgesellschaft. Diese Ambiguität, das ist ja ein Fachausdruck dazu, ist häufig allerdings bei Technikgefahren, bei neuen Technologien noch stärker ausgeprägt als bei Naturgefahren, ist dort aber auch erkennbar. Wenn an der Bevölkerung vorbei, wenn an lokalen Wissen vorbei, top-down von nationalen Regierungen geplant wird, dann spricht das häufig nicht der Realität. Bestes Beispiel etwa die Bufferline-Konzepte, mit denen nationale Regierungen in Sri Lanka und Indonesien auf den Tsunami reagiert haben, die letztendlich gescheitert sind am Widerstand der lokalen Bevölkerung, die einfach wirtschaftlich, aber auch psychologisch abhängig waren vom Zugang zum Meer, zum Wasser als vertrautes Lebensumfeld und letztendlich ersetzt worden sind durch lokale Wiederaufbau- und Anpassungskonzepte, weil sie einfach nicht funktioniert haben, weil diese Mechanismen, die ich da kurz skizziert habe, eben völlig missachtet worden sind. Im Übrigen ist es ja auch als zweite Priorität in das Sender-Framework for Disaster Risk Reduction aufgenommen worden und hat damit eine globale Würdigung erfahren im Umgang mit Naturkatastrophen. Das, denke ich, ist Hinweis genug dafür, dass es eigentlich eine Thematik ist, die man sehr ernst nehmen sollte. Das heißt, Sie würden es auf jeden Fall unterstreichen, wenn man argumentiert, dass dieser Ansatz auch aus heutiger Sicht noch tragfähig ist. Ja, unbedingt. Gerade angesichts der Tatsache, dass sich ja zunehmend Gesellschaften fragmentieren und in Filterblasen zu bewegen scheinen, wo letztendlich nur noch das, was in den sozialen Medien, die man nutzt, kommuniziert und für wahr gehalten wird, anerkannt wird. Die Gegensätze, die gesellschaftlichen Verwerfungen, die dadurch entstehen, sind natürlich nicht auf den Umgang mit Risiken beschränkt, sind aber auch dort wahrnehmbar. Umso wichtiger ist es eben,
Kommunikation und Diskurs in den Mittelpunkt von Management und Governance von Risiken zu stellen. Und worin sehen Sie so die größten momentanen praxisbezogenen, aber auch wissenschaftlichen Herausforderungen im Risikogovernance-Ansatz? Ja gut, es prallen natürlich weiterhin Welten aufeinander, auch Ausbildungswelten. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in unserem gemeinsamen Marie-Curie-Projekt Changes, wo ich mal Kandidatinnen und Kandidaten gefragt habe, was, also und zwar geowissenschaftlich, PhD-Students, was ist denn eure Zielgruppe? Wir haben alle lange gerätselt und haben dann alle durch die Bank geantwortet, mein Supervisor. Das zeigt sehr deutlich, dass es auch gerade in Naturwissenschaften häufig an Verständnis dafür fehlt, dass eben auch zielgruppenorientiert analysiert und Ergebnisse kommuniziert werden müssen, auch in einer Sprache, in der die Zielgruppen verstehen. Auf der anderen Seite haben wir bei diesen Zielgruppen in der Öffentlichkeit, aber auch in der lokalen Politik und auch häufig in den Planungsverwaltungen ein mangelndes Verständnis für wissenschaftliche Analysen, die man ja erstmal verstehen und interpretieren können muss. Also es hat auch was mit mangelnder Interdisziplinarität in den jeweiligen Ausbildungsgängen zu tun. Gleichzeitig aber auch damit, ich hatte es schon angedeutet, dass die Gesellschaften sich immer weiter zu fragmentieren scheinen, sodass man auch sich immer schwerer tut, Wege zu finden, die überhaupt wahrgenommen werden von allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen. Das gelingt noch am ehesten nach Extremereignissen wie etwa der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal im letzten Jahr. Aber ansonsten ist es eher schwieriger, denn einfacher geworden, umso wichtiger, dass diese Governance-Prinzipien auch hochgehalten werden und in allen Politiken und Programmen im Mittelpunkt stehen, so wie etwa jetzt in der erwähnten DOT 2 im Sender-Framework, aber auch in der territoriale Agenda 2030 findet eine Würdigung der Europäischen Union oder auch jetzt in Deutschland in einem jüngst veröffentlichten Memorandum urbane Resilienz. Also es gibt schon Erkenntnis, dass hier Handel Not tut, aber gerade die zunehmende Bedeutung dieser Filterblasen, in denen sich die gesellschaftlichen Gruppen bewegen, macht es nicht einfacher. Wenn ich mir überlege, was ich mir habe anhören müssen in parlamentarischen Anhörungen, wo ich als Sachverständiger geladen war, insbesondere von der sogenannten AfD-Fraktion, das sind so die Rechtsextremen in Deutschland, ein bisschen wie die FPÖ, aber vielleicht, glaube ich, noch extremer, die völlig grundlegende, allgemein anerkannte wissenschaftliche Standards einfach in Abrede stellen. Und dann Pseudo-Experten aufbieten für solche Anhörungen, die dann Statements abgeben, die eine Einigung vermitteln, als wenn es wissenschaftliche Dissense geben würde, etwa über den anthropogenen induzierten Klimawandel. Das ist also Desinformation, wie es ausgeprägter nicht sein kann. Und wenn Sie jetzt den klassischen Risiko- oder Katastrophenmanagement-Ansatz mit dem Risikogovernance vergleichen. Worin sehen Sie denn jeweils so die Vor-, aber auch die Nachteile, wenn Sie mal so die Kernthemen charakterisieren könnten? Ja gut, klassischer Katastrophenschutz ist ja im Wesentlichen ordnungsrechtlich besprochen Gefahrenabwehr. Also sind Gefahrenlagen zu identifizieren und abzuwehren. Da spielt es erstmal keine Rolle, ob diese Gefahren unterschiedlich eingeschätzt werden von möglicherweise Betroffenen. Es spielt auch keine Rolle, ob es Präventionsoptionen geben könnte, die diese Gefahrenlage von vornherein gar nicht entstehen lassen. Das ist eine völlig eigene Handlungslogik, in der allerdings auch allmählich Kommunikations- und Abstimmungserfordernisse einsickern, vor allen Dingen aufgrund des Phänomens der ungebundenen Helfer. Das Phänomen findet sich ja auch aufgrund der sozialen Medien immer stärker, dass sich die Gesellschaft während und um immer nach derartige Ereignisse quasi selbst organisiert über Facebook oder andere Medien und völlig spontan sich Leute zusammenfinden und helfen wollen, die natürlich nicht ausgebildet sind, die im Zweifelsfall mehr Schaden als Nutzen, jedenfalls aus Sicht der professionellen Helfer, die aber in irgendeiner Weise eingebunden werden müssen. Und an der Stelle scheint sich auch etwas zu bewegen in der Katastrophenschutzszene, nämlich in der Gestalt, dass also Bevölkerungsübungen, dass Kommunikation von Gefahrenlagen und das richtige Verhalten in solchen Gefahrenlagen zunehmend größere Bedeutung gewinnen. Wie würden Sie jetzt die beiden Begriffe Gefahrenlage und Risiko- oder Katastrophenmanagement zusammenbringen?
weil ja grundlegend so in meinem Verständnis das Risikomanagement ja nicht nur ausschließlich die Gefahrenlage beinhaltet. Nein, das ist richtig. Allerdings bleibt weiterhin jedenfalls in Deutschland die Situation bestehen, dass es auf der einen Seite, dass es eigentlich keine zentrale Zuständigkeit gibt für Risikomanagement. Es gibt natürlich ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Es hat aber keine operative Verantwortung für Gefahrenlagen. Die Zuständigkeit ist hier sehr fragmentiert auf Landkreisebene in Deutschland beziehungsweise der kreisfreien Städte, die eigentlich auch kein Risikomanagement betreiben, sondern sie betreiben Katastrophenschutz. Und zwar basierend auf vordefinierten möglichen Gefahrenlagen, für die die operative Einsatzplanung, aber auch die Ressourcenplanung erfolgt. Da ist nirgendwo vom Risikomanagement die Rede in Katastrophenschutzplänen. Dieser Begriff ist einer, der vornehmlich weiterhin in der Wissenschaft Anwendung findet, aber für den es keine allgemeine gesetzliche Grundlage gibt, abgesehen vom Einfluss der EU über die Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie. Dort ist der Begriff des Risikomanagements als Legaldefinition ins europäische Recht und damit auch in den nationalen Rechtsrahmen eingeführt worden. Aber das hat sich jedenfalls in Deutschland nicht ausgewirkt auf andere Gefahrenlagen, wo diese Begrifflichkeiten weiterhin nicht verwendet werden. Es gibt natürlich auch noch die relativ undefinierte Schnittmenge zur Klimaanpassung, wo es auch immer wieder offenbar gerade in der Politik und der Praxis schwerfällt, die Dinge auseinanderzuhalten. Und eine Neigung dazu besteht, jedes Extremereignis auf den Klimawandel zurückzuführen. Und das ist schwierig, finde ich, methodisch, konzeptionell, weil, wie wir wissen, Risikomanagement in der Regel auf Risikoanalysen basiert, die ja aus Statistiken vergangener Ereignisse abgeleitet sind, während wir beim Klimawandel ja über mögliche zukünftige Veränderungen reden, die szenariobasiert aus Modellierungen möglicher Klimasignale, Änderungen abgeleitet werden. Und abschließend noch die Frage, zurückkommend auf den Risiko-Governance-Ansatz. Worin sehen Sie denn so die drei größten Vorteile von diesem Ansatz? Ja, es ermöglicht im Grunde genommen jedenfalls prinzipiell ein Zusammenführen unterschiedlichster Akteure und damit auch ihre Wahrnehmung, Bewertung von Risiken und damit überhaupt erst ein integriertes Risikomanagement in dem Sinne, dass man sich auf gemeinsame Ziele ausrichtet. Weil derzeit sind die Handlungslogiken, wie ich ja zuvor schon dargelegt hatte, zwischen Fachplanungen, räumlicher Gesamtplanung, Katastrophenschutz und dem individuellen Handeln privater Haushalte oder auch Unternehmen völlig voneinander getrennt. Und es findet letztendlich keine Abstimmung auf gemeinsame Ziele statt, obwohl die Handlungsoptionen dieser unterschiedlichen Akteursgruppen durchaus komplementär zueinander sind. Sie könnten sich also gut untereinander ergänzen. Simples Beispiel, wenn ich ein hervorragend funktionierendes Frühwarnsystem habe, ist möglicherweise die Bebauung eines potenziell gefährdeten Gebiets eher tolerabel, als wenn ich dieses Frühwarnsystem nicht habe, weil ein Frühwarnsystem zusammen mit einem funktionierenden Katastrophenschutz eben mit aller Wahrscheinlichkeit Todesopfer zu vermeiden sind. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich kein Frühwarnsystem und vielleicht auch weniger operative Einsatzkräfte, wenn ich die gefährdeten Gebiete von Bebauung frei halte. So gesehen bedingen die Dinge einander, sie werden aber nicht zusammen gedacht. Herr Professor Greibing, vielen Dank für das Interview. Ja, gerne, Herr Professor Glade. In meinem Zugang liegt in der Risikogovernance eine große Möglichkeit, den Umgang mit Naturgefahren, den Naturrisiken und den potenziellen Katastrophen noch stärker zu optimieren. Da die momentanen institutionellen Strukturen diesen Prozess nur bedingt zulassen, wäre es aus meiner Sicht notwendig, auch die institutionellen Gegebenheiten grundlegend entsprechend anzupassen, um eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Die Zukunft wird zeigen, ob dieses vielversprechende Konzept stärker zur Anwendung kommen wird.